Hallo und zurück. Ach verdammt, ich habe gerade mein Handy auf den Boden geschmissen. Egal. Michel schickt Voltoball in den Kampf. Ha. Na und? Wen haben wir denn vorne? Blue. Oh. Egal, einmal Flügelschlag und das Ding ist down. Ich glaube, Voltoball ist nicht so stark. Voltoball ist nicht so stark. Die Musik macht mich voll blöd. So, Pokémon Kristall. Haben wir jetzt eigentlich zwei Orden oder drei von dem... Oh, Magnetilo. Ich hätte vorher lesen sollen. Dann hätte ich jetzt, Dings genommen. Das Pferd. Ah, ich habe den Namen vergessen. Briegal. Jetzt. Mein Gott. So, nochmal Flügelschlag. Endlich Wochenende. Es ist so schön, es ist Freitagabend und ich habe nichts zu tun, weil die Renovierung ist abgeschlossen übrigens. Und es ist so wunderschön, ich kann einfach nur da liegen und nichts machen. Das liebe ich eh. Einfach nur Laptop an und nichts mehr. Let's Plays schauen oder einen Film anschauen oder auch nicht. Oh, ist einfach prima. Prima, 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 prima. Nochmal Voltoball. Bam, bam, bam. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, Walzer! Ich liebe Walzer. Walzer ist meine Lieblingsattacke. Vor allen Dingen in der Kombination mit Miltank. Das ist so schön. Da freue ich mich voll, wenn ich das nächste Mal sehe. Da jubel ich vor Freude. Magneton. Und mache einen Freudentanz. Macht ihr mit? Düdel, 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 dü. Einmal Glut. So. Perfekt. Es ist perfekt. Also ich habe heute super gute Laune. Also nicht wundern, wenn es mal wieder so ein hyperaktiver Part. So ein hyperaktiver Part wird, aber ich habe einfach super duper Laune. Doppelt ist dann ein Pokédex, das ist doch schon etwas. Gib nicht auf, das ist doch schon etwas. Das hört sich an, wie als würde ich sonst nichts tun, hallo? Einer der Top 4 war früher einmal der Arenaleiter in Fuxania City. Was, bis auf weiteres bleibt das Büro der Safari-Zone geschlossen? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ding, 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 ding. Ich will auf so ein Tresending hauen. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, man kommt ins Haus nicht rein. Safari-Zone, Haus des Wärters. Du, 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 du. Schutz wirkt nicht mehr. Hi. Mein Großvater ist der Wärter in der Safari-Zone. Zumindest war er das. Er hat sich umentschieden und Urlaub zu machen. Was? Er hat sich entschieden, Urlaub zu machen und ist verreist. Ganz allein. Er hat einfach so die Safari-Zone verlassen. Und wir haben jetzt keinen Wärter mehr. Das ist voll behindert. Das war unsere größte Geldeinnahmequelle. Das Foto zeigt einen lächelnden alten Mann, umgeben von Pokémon. Das Foto zeigt eine große Wiese, auf der seltene Pokémon herumtollen. Praktisch, es sind ein Foto von der Safari-Zone selbst und ein Foto von der Safari-Zone mit dem Wärter. Hier können wir den Zerschneider einsetzen. Yo, wir möchten den Zerschneider einsetzen. Sandan, setz den Zerschneider ein. Also, was gibt's hier denn? Ein Mädchen. Hallo, Mädchen. Ich wollte dich nicht im Kreis, Entschuldigung. Schade, dass die Safari-Zone geschlossen ist. Das ist schließlich Fuxanias Hauptattraktion. Sag ich doch, größte Geldeinnahmequelle. So. Die Musik ist mir jetzt zu blöd. Die bringt mich zum Mitsummen. Und das ist nicht gut. Denn das macht mich noch hyperaktiv, als ich eh schon bin. Hallo, ich bin mit dir reden. In dieser Stadt lebt auch die Enkelin des Wärters der Safari-Zone. Ach so. Ich wollte einen Geschenkartikel in der Safari-Zone kaufen, aber sie ist geschlossen und ich kann jetzt kein rosanes Bonbon essen. Du armer Kerl. Ach so, wir können ja nicht sehen, wie viel. Ja, dann nehme ich keins. Tschüss. Adios. Du, 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 du.
Kogas Tochter ist jetzt Arena-Leiterin, nachdem ihr Vater die Top 4 beigetreten ist. Ha! Oh, klingt stark. Der Wärter ist verreist, deshalb ist die Safari-Zone geschlossen. Und wir haben die Türe einfach mal zugemauert. Denn es reicht nicht, hätten wir sie mit einem Schlüssel verschlossen. Nein! Wir müssen die Tür da wegmachen. Es darf niemand sehen, dass dort mal eine Tür existiert hat. Die Safari-Zone muss abgerissen werden. Denn der Wärter hat einfach aufgehört. Oh, hier ist ein Baum. Hey, da ist eine Brandbeere, aber der Beutel ist voll. Oh, wieso ist eigentlich immer der blöde Beutel voll? Können wir da surfen? Nö. Ja, aber hä, wie kommen wir denn ins Pokémon Center? Ja, ich will den Zuschneider einsetzen. Raute 18. Route. Raute. Raute, Route, Route, Raute, 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 Raute. Ach, da ist die Arena. Hi, ich will nicht in die Arena. Peace. Ich habe diese merkwürdigen, langsamen Pokémon auf dem Radweg gesehen. Du solltest die Drogen weglassen, Junge. Das tut dir nicht gut. Mein Großvater besucht meinen Bruder Bill am Kap bei Azuria City. Geht doch gar nicht. Hi. Ich habe mich in der Pokémon Arena ganz schön erschreckt. Da waren viele Mädchen, die alle gleich aussahen. Das ist normal in Videospielen. Hey, hast du einen völlig neuen Pokédex? Hat Professor Eich dir den gegeben? Ja. Ich bin Janina Hokus Pokus Fidibus. Siehst du, jetzt sehe ich genauso aus wie sie. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Hallo, Schwester Joy. Du bist spät dran. Ja, ich weiß. Es ist 19.48 Uhr. Ihr findet, das ist bestimmt total interessant, wie ich euch immer erzähle, wie spät sie echt ist. Aber vielleicht interessiert es euch ja nicht und ihr denkt, hey, Alter, die hat so einen Knall. Aber das ist mir gerade voll egal. Denn ich habe gute Laune und die lasse ich mir nicht vermiesen. Außerdem wird sie eher erst vermisst, wenn das Video hochgeladen ist. Wenn schlechte Kommentare echt kommen sollten, was ich nicht hoffe. Hey, ein Champions Bay, wo kommst du denn her? Also, nanu, aber ist ja auch egal. Sieh dich mal um. Alle Trainer sehen aus wie die Arena-Leiterin Janina. Welche davon ist die echte Janina? Au, da sind unsichtbare Wände. Aber soll ich euch was sagen? Ich kann sie sehen. Reingelegt. Ja. So sieht Janina aus. Mechthild. Ich kenne eine, die echt ist. Sie heißt in echt Mechthild. Pisasam, ich will's nicht töten. Ich weigere mich. Nein, Quatsch. Los, Blue. Einmal Flügelschlag und das ist Viech. Ist niedergemetzelt, denn es ist ein Pflanzen-Pokémon. Genau, wieso sagt mir eigentlich der Typ nicht mehr, in welcher Arena ich bin? Also sonst sagt er doch immer, oh, Pflanzen und nimm dich in Acht und nimm ja keinen... nein, nimm ja keinen... Wasser-Pokémon, jetzt habe ich's. Sondern im Flug oder Feuer, das ist voll effektiv. Nee, er sagt einfach, alle sehen aus wie Janina. Er erzählt mir nicht mal was von den unsichtbaren Mauern. Frechheit. Frechheit. Blue erreicht bald Level 50. Gehöre Mechthild jetzt Bisa Knospein. Oh, süß. Die hat alle drei Entwicklungen von Bisasam. Das ist nicht ein wunderschönes Pokémon. Sagt mir mal eure ehrliche Meinung, wie ihr es findet, dass ich parallel eine Pokémon-Kristall-Edition und die Pokémon-Kristall-Hack spiele. Bringt euch das arg durcheinander bei den hochgeladenen Videos? Oder ist es okay? Ne, da geht's nicht durch. Oh, Entschuldigung. Es ist schon spät. 19.48 Uhr. Ne, 50 mittlerweile. Ich bin Janina! Woher wusstest du, dass ich die echte bin? Auch für den Kampf. Wie jetzt? Ist sie doch gar nicht. Nidoqueen. So, aha. Ich hätte jetzt gerne Cornel, denn Cornel kann Erdbeben. Und Erdbeben macht das Viech down. Down, down, down in the burning ring of fire. Reicht das? Oh nein, es reicht nicht. Body Slam! Oh, das ist tut. Weh. Na doch nicht, das geht. Ach, ich wollte gar nicht Fliegen einsetzen. Ich wollte eigentlich nur einen Flügelschlag. Egal. Zu spät, jetzt habe ich schon gedrückt. Macht ja auch nichts, dauert nur eine Runde länger. Uns wird ja nichts abgezogen.
So, Picknicker Cindy wurde besiegt. Mist, ich wollte gewinnen. Du wolltest mich verarschen, du blöde Kuh. Dich mag ich jetzt nicht mehr. Ha! Du kannst Gift darauf nehmen, dass ich Janina bin. Du siehst aus wie ein Junge. Bist du ein Junge? Genau, du bist bestimmt Janina, Till. Picknicker Till setzt Nidoqueen ein. Nidoking meine ich. Aber ich habe keinen Bock, mich jetzt damit dem rumzuärgern, also nehme ich Cornel und Cornel. Fuchtler. Wow. Erbeben, was geht? In Deutschland geht ein Bido. So, das war's und Cornel dürfte Level 50 erreichen, wenn mich nicht alles täuscht. Obwohl, er muss sich die EP mit Blue teilen, dann könnte es knapp werden. Was für ein Witz. Wieso passiert mir das immer? Naja, egal. Ein Haufen Mädchen, die alle aussehen wie Janina. Ich bin Janina, die Arenaleiterin. Bin ich doch nicht. Reingefallen, Blödmann. Was ist das für eine Verarsche, Mann? Also, Gabriele, das macht man doch nicht. Duflor. Ich kann mir vorstellen, dass Duflor stinkt und Giflor auch stinkt. Mhm. Blue erhält ein paar Erfahrungspunkte. Arbok. Ja, da nehmen wir Cornel, damit er diesmal wirklich das Level erreicht. Denn das lasse ich mir nicht gefallen. Nein, nein. So geht es ja mal nicht. Blue, komm zurück und beeil dich ein bisschen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich glaube, der Part ist schon wieder 15 Minuten lang oder so. So, das dürfte ihm den Rest gegeben haben, denn Erdbeben ist eine wirklich starke Attacke. Wenn ihr sehen könntet, wie ich hier rumhocke. Oh Gott, oh Gott. Gott sei Dank könnt ihr das nicht. Hahaha. So, du, Flor. Was ich übrigens noch faszinierend finde, das wollte ich noch loswerden. Meine Videos, zum Beispiel Secret of Mana, hat ziemlich wenig Klicks. Pokémon Kristall ist dann der Überflieger. Der Pokémon Hack ist nicht so rasend, aber okay. Aber das Video, wo ich mit meiner Kriegsbemalung, das Infovideo, ich mit meiner Kriegsbemalung hier gesessen bin und euch vollgelabert habe von wegen, wir renovieren und so. Das hat ewig viele Klicks. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Fehlt mir noch jemand außer die da unten? Nee, du bist es. Du bist es nämlich. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich mache nur Witze. Jetzt geht es rund. Ich bin ja Nina, Arenaleiterin von Fuxania City. Ich dachte mir gerade, hä, das muss ja jetzt doch sein. Die sieht aus, als sie gerade dabei aufs Maul zu fliegen. Also, X-Bart. Gegen X-Bart sollten wir vielleicht nicht gerade. Da nehmen wir den Donner. Also, wie heißen du nochmal? Rain. Blitzer. Blitzer ist der Name. Spukball könnte auch was bringen. Ist ja Psycho. Bumm. Oh, ist doch nicht sehr effektiv. Irgendwas habe ich jetzt durcheinander gebracht. Naja, dann machen wir halt Donner. Ist ja egal. Bam, bam, bam. War schon die ganze Zeit im Auszeiger im Bild. Bitte sagt jetzt nein. So, was ist noch? Smogmog. Ja, ich möchte zu Cornel wechseln. Cornel. Was hatten die jetzt? Gift-Pokémon oder was? Oder einfach irgendwas zusammengemixtes, was sie halt gerade ganz lustig findet. Aber ich glaube, Gift. Die haben alle einen Gifttyp mit drin, die ich jetzt besiegt habe. Ja, doch, es ist eine Giftarena. Ha, ach so. Was haben wir noch? Ariados, das ist die Spinne. Dann nehmen wir Priegal.
Die Spinne, die Spinne. Oh ja, oh ja, oh ja. So eklig, Mann. Ich hasse Spinnen. Spinnen. Boah, da stellst du mir jetzt, wenn ich nur an Spinnen denke, mir stellst so die Haare auf. Ich habe jetzt eine Gänsehaut. Boah, so eklig, so widerlich. Ich habe wirklich eine Heidenangst vor Spinnen. Das ist Wahnsinn. Aber es hat sich schon gebessert. Muss ich ehrlich zugeben. Smogmog. Jetzt bin ich sogar mit Spinnen in einem Raum, ohne total den Schreikrampf zu kriegen und aus meinem Zimmer zu rennen und mich weigern, wieder reinzugehen. Mittlerweile gehe ich ganz normal raus und bitte irgendjemanden, die Spinne zu töten oder freizulassen. Ich bin ganz stolz auf mich, ja. Mhm. Der Part wird viel zu lang, denn die Arenaleiterin, die ist irgendwie blöd. Wer ist die nochmal? Janina. Omod. Ja, ich will Drigal einsetzen. Ich will es verbrennen. Frag mich wieso, keine Ahnung. Omod ist eine Motte. So. Ein Fliegerli. Also es gibt ja diese, also diese Schmetterlinge, Nachtfalter. Nachtfalter, genau. Und die, also die sind mir auch nicht so ganz geheuer. Und wenn die dann, wenn es ja das Fenster offen ist und das Licht brennt, dann kommen die ja oft rein. Und dann ist es auch ein Fliegerli. Und unsere Katze fängt die dann immer und frisst die. Also die Fliegerlis, die tut mir echt leid, die bei uns in die Wohnung fliegen. Denn obwohl unsere Katze nur ein Auge hat, die macht Jagd auf die, das ist ja Wahnsinn. Du bist recht stark. Ein klarer Sieg für dich. Nimm jetzt den Seelenorden. Dein Vater hat das besser gemacht. Ganz ehrlich, Janina. Du bist so stark. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Toxin, ein sehr starkes Gift, das dem Opfer ständig KP entzieht. Danke, du schenkst mir eine TM. Juhu. Ich werde mich jetzt mehr anstrengen und meine Fähigkeiten optimieren. Ich möchte meinen Vater und dich übertreffen. Das schaffst du nie. Denn ich bin der wahre Pokémon-Champ. Das weiß noch niemand. Hier weiß es noch niemand. Zu Hause weiß es schon jeder. Na, was sagst du? Das war ein hervorragender Kampftrainer aus Johto. Danke. Jetzt holen wir uns noch schnell einen Anschluss von Schwester Joy, dass wir spät dran sind. Und dann gehe ich ins Bett. Nee, wohl eher nicht. Das ist erst 8. Oh, dann mache ich irgendwas anderes. Ich schalte auf jeden Fall den Computer aus. Und mein Crabber wurde heute losgeschickt. Das heißt, er dürfte am Montag da sein. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und weiter geht's das nächste Mal. Und jetzt haben wir schon 3 Orden. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüssi.